Hier ist der Flo Schmidt von Schafheim, der heute mit dem 3:2-Sieg der TSG Steinbach den Klassenerhalt geschafft hat. Mit Viktoria Schafheim. Und die komplette Mannschaft hier, wie habt ihr das empfunden? Ja, gutes Spiel. Natürlich große Euphorie nach dem 2:0. Haben wir gedacht, das ist ein sicheres Ding, dass die TG so zurückkommt. Hätten wir nicht gedacht. Mit dem Ausgang 3:2 optimal für uns. Sind wir durch, haben die Relegation gewonnen. Mehr wollten wir nicht. Klassenerhalt im Nachsitzen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr bleibt in der Kreisoberliga. Und hier sehen wir die Wahnsinnigen aus Schafheim. Das ist meine Truppe. Man sieht's. Geile Mannschaft, geile Truppe. Wir haben unser Ziel erreicht. Das ist das, was wir wollten. Fußballerisch wohl weniger gut als mit dem mannschaftlichen Zusammenhalt. Oftmals geht's nur über den Zusammenhalt. Ja, und von daher, wir haben alles erreicht. Geile Truppe. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, hier sehen wir einen glücklichen Florian Schmidt, der aber schon auf gepackten Koffern sitzt. Nicht ganz, nicht ganz. Morgen geht's nach Köln mit der Mannschaft. Ich denke, da brennen wir nochmal richtig einen ab. Ja, und da wollen wir mal sehen, was passiert. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass es nächstes Jahr nicht so ein Showdown wird zum Ende. Was ist das Ziel von Viktoria Schafheim für die neue Saison? Ja, ich denke, mit unseren Neuverpflichtungen von Patrick Böhm und Dennis Meyer, die beide wieder zurückkommen, ja, ist es eigentlich realistisch, dass wir im gesicherten Mittelfeld spielen und dann die nächsten 2-3 Jahre wieder im oberen Mittelfeld versuchen mitzuspielen und auch dann die Schafheimer zurückzuholen, die jetzt im Umkreis noch spielen und da sind auch beste Kontakte vorhanden. Wenn das funktioniert, dann sehe ich eine gute Zukunft für Viktoria Schafheim. Dann wird der Flo Schmidt aber nicht mehr Trainer sein, sondern dann ist er sportlicher Leiter von Viktoria Schafheim. Also wollen wir den Schafheimern alles Gute wünschen. Dankeschön. Und viel Spaß in Köln. Danke, danke.